it's true. I guarantee you never heard of me. But I'ma do this shit until they murder me. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3. In diesem Video geht es um die Vorratslieferungen, die haben wir nämlich nicht mehr in Black Ops 3. Im Vergleich zu Advanced Warfare, wo sie eingeführt worden sind, haben wir diese eben nicht mehr. Und ja, ich wollte da mal ganz kurz nochmal meine Meinung zu kundtun und euch mal fragen, was ihr davon von der ganzen Sache haltet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, schreibt das mal bitte in die Kommentare, würde mich natürlich richtig freuen. Vorratslieferung im Allgemeinen fand ich eine richtig gute Idee in Advanced Warfare. Das hat das Spiel immer ein bisschen aufgelockert und hatte eine leichte Motivation zu dem Spiel hinzugefügt, die vorher vielleicht nicht so war. Und ich denke mal, viel Potenzial wurde ja leider in Advanced Warfare verschenkt, obwohl auch vieles richtig gemacht worden ist. Im Vergleich zu vielen vorigen Teilen hatte man ja Sachen erneuert, zum Beispiel das Exo-Movement oder auch Vorratslieferung. Und die einzelnen Waffen, die man dort ziehen konnte, wie zum Beispiel die normalen Profi- und Elite-Waffen als Auszug davon. Eine Speakeasy hatte schon was Cooles, mit dem Trommelmagazin wie in alten Mafia-Filmen konnte man natürlich richtig Nostalgie aufkommen lassen. Ich hätte mir aber mehr gewünscht, zum Beispiel andere Waffen, die wie zum Beispiel im Zombie-Modus genommen wurden, damals in Black Ops oder in Black Ops 2, Laserwaffen oder was auch immer, die etwas abgefahrener sind und die dann in Supply Drops haben oder auch zum Beispiel Camos. Camos wären so eine Sache, die ich auch gerne ziehen würde in Supply Drops. Das heißt, außergewöhnliche Sachen könnte man darin ziehen. Die ganzen Exo-Anpassungssachen in Mini-DLCs erhält, sind auf jeden Fall eine richtig coole Sache, die machen richtig Spaß, besonders wenn man sie zieht. Sehen ganz cool aus, diese ganzen Steampunk-Sachen oder die Alien-Sachen haben auf jeden Fall richtig Stil, aber ich habe wirklich keine Lust dafür 1,99 auszugeben. Ich weiß auch nicht, warum Treyarch dieses System nicht beibehält. Man muss nämlich mal vergleichen zu den ganzen anderen großen Herstellern wie zum Beispiel EA Games oder 2K, die My Team oder eben Ultimate Team anbieten, wo man Playerkarten kaufen kann oder Packs ziehen kann für echtes Geld. Das ist ein großer Markt, ein extrem großer Markt, besonders bei EA und FIFA, der jedes Jahr Millionen einspielt für EA. Und dementsprechend war ich mir eigentlich relativ sicher, dass es für Black Ops 3 dieses Jahr auch so sein wird. Aber da habe ich mich natürlich getäuscht. Ich bin der Meinung, dass damit Treyarch einen kleinen Fehler begeht, denn finanziell war es eine interessante Sache oder eine interessante Methode, den Leuten wieder Geld aus den Taschen zu ziehen, um es mal überspitzt zu sagen. Aber im Allgemeinen fand ich es nicht schlimm. Man wurde ja nicht dazu gezwungen, 1,99 auszugeben, sondern man konnte ja auch leveln, um eben diese Supply Drops im Prestige zu bekommen, also eine Advanced Supply Drop Pro 20, 40 und dann nochmal bis zum Prestige, glaube 50 war es. Korrigiert mich da, wenn ich da komplett falsch liege. Das sind so die Sachen, die ich da nicht so cool finde. Das heißt, das Geld, was man dazu ausgeben muss, aber hat natürlich auch viel Positives. Im Allgemeinen ist es natürlich schade, wenn Treyarch das rausnimmt, denn nach dem Spiel einen kleinen Boni zu ziehen, hatte auf jeden Fall was. Besonders wenn man dauernd enttäuscht war, nichts zu ziehen. Und man war natürlich auch überrascht und sehr erfreut, wenn man zum Beispiel eine Insanity, Obsidian Seed oder ähnliches gezogen hat. Das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung mal in die Kommentare. Was würdet ihr denn gerne haben, wenn Supply Drops wieder zurückkommen würden? Was sie ja leider nicht tun. Aber schreibt doch mal rein, hypothetisch rein, was ihr gerne sehen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Famous in where shit hurts, don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange, and I bet I'll do it. Cause I'm on my way, and strong enough that yeah. I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine, Mr. Rainstorm, meet me in the conference room, we need to brainstorm. Need some middle ground, need an even keel, but you reward, pick up sides, give me fever chills. Take them both like my flu shot broke, I need to give them.